Dann können wir loslegen. Marlin, da stell dich mal kurz vor. Hallo, ich bin Marlin, ich komme hier von Fehmarn und ich bin 18 Jahre alt und ich mache bald mein Abitur. Okay, stelle ja einfach mal die Initiative Weltretter und die Anliegen vor. Die Initiative Weltretter ist ein Zusammenschluss von ganz vielen kleinen Initiativen entlang der Ostseeküste, die sich halt gebildet haben, um den Fehmarn-Welttunnel zu verhindern. Und ja, ihr Anliegen habe ich damit ja sozusagen schon gesagt. Und ja, die planen halt mehrere kleine Aktionen oder große Aktionen, um ja, ein bisschen Aufmerksamkeit in Deutschland zu bekommen und ja, jedem zu zeigen, was dieses Riesenprojekt eigentlich bedeutet. Wie und wann bist du auf die Kampagne gestoßen und wie bist du zum Gesicht dieser Initiative geworden? Ich war eigentlich schon von Anfang an mit dabei, weil die Weltretter sind ja noch gar nicht so alt. Und genau, die haben sich ja gegründet, um sozusagen diese ganzen Initiativen zusammenzuschließen. Und weil meine Eltern da gleich mit dabei waren und unser ganzes Dorf eigentlich sehr stark vertreten war, war ich da immer sehr aktiv. Und genau, es gibt dann noch ein paar andere, die auch so in meinem Alter sind. Aber ich war halt diejenige, die dann auch am meisten mitgemacht hat. Und da wir das auch ganz gut fanden, dass jemand jung ist, sozusagen immer sozusagen die Initiative vertritt oder halt auch sozusagen ja, für sie vorspricht, haben die so gesagt, dass ich das so machen soll. Okay. Ja, und inwieweit ist dieses Engagement in dieser Initiative für dich als jungen Menschen wichtig? Weil im Prinzip könntest du auch sagen, wenn ich mein Abitur in der Tasche habe, gehe ich weg und lasse das alles hinter mir. Aber jetzt bist du eben, ja, gehst noch ein Jahr zur Schule und bist hier engagiert. Ja, genau, weil mir Fehmarn halt einfach am Herzen liegt und weil ich möchte, dass das hier so schön bleibt. Und ich möchte ja auch nicht für immer weg, wenn ich doch das Abitur habe. Ich möchte dann ja auch immer wiederkommen, vielleicht auch hier wohnen. Und ja, ich finde, es ist einfach etwas, was mich momentan beschäftigt und ja. Gibt es vergleichbare Initiativen, die Orientierung geben konnten oder die sich an euch orientieren? Du meinst jetzt Umweltinitiativen oder? Ja, eben Umweltinitiativen oder solche, die solche Bauvorhaben ja, also es gibt stoppen wollen. Parallel zu den Weltrettern gibt es ja noch das Bündnis gegen die feste Weltquerung. Die sind ja auch ganz aktiv am Planen. Und dann gibt es ja noch Atomkraft, nein danke, oder gegen die Riesenwindmühlen gibt es ja ganz viel. Und wie ist der Fährhafen oder Fährbahnhof in Puttgarden in deinem Wohnort Marienleuchte derzeit akustisch vernehmbar und inwieweit würde sich zum Beispiel auch durchgehender oder ja, inwieweit würde durchgehender Güterverkehr das verändern oder sogar verstärken? Also man hört die Fähren eigentlich nicht wirklich. Ich glaube, ab und zu mal, wenn Nebel ist, hört man mal ein Nebelhorn, aber es ist jetzt nichts, was man wirklich im Alltag vernimmt. Und ja, die Güterbahntrasse und die Autobahn würde man dann schon hören, wenn da, ja, was weiß ich, alle 14 Minuten so ein riesenlanger Güterzug lang raus, das würde man dann eher hören. Und das würde einen dann auch stören, glaube ich. Ja, schauen wir so Richtung Stille und Stillstand langsam. Und an welchem Ort, vielleicht auch in welchen Orten, vielleicht auch hier auf Fehmarn oder noch anderswo, kannst du Stille oder auch Ruhe empfinden, vielleicht sogar auch Stillstand? Also Ruhe empfinde ich immer zum Beispiel, wenn mir der Alltag zu stressig wird oder wenn ich einfach zu viele Dinge im Kopf habe, da gehe ich immer an den Strand. Auch besonders, wenn gerade kein Sommer ist und da es wirklich menschenleer ist, dann mag ich das einfach irgendwie am Meer entlang zu gehen und dann auch, ja, ich weiß nicht, das Meer beruhigt mich dann auch immer irgendwie. Es ist ja nicht still im Sinne von keine Geräusche, sondern es sind ja viele Geräusche da, wie das Meeresrauschen oder ja, der Wind ist immer da, aber das beruhigt einen ja auch eher irgendwie.
Ja, Geräusche hast du gerade angesprochen. Was verbindest du damit eben? Geräusche oder auch oder Musik oder bestimmte Bilder? Bestimmte Bilder. Ja, Musik. Ich würde sagen, wenn im Sommer zum Beispiel am Lagerfeuer Gitarre gespielt wird, das ist so Musik, die ich mit dem Strand verbinde. Ja, die nächste Frage ist ja im Prinzip auch schon beantwortet. Also suchst du nach stressigen Phasen gezielt nach Fluchtpunkten oder Pausen? Ja, wie gesagt, dann gehe ich halt auch gerne an den Strand und suche da die Ruhe. Nochmal kurz eine kleine Pause, dann geht's jetzt weiter. Im Prinzip so die Kernfrage des ganzen Projektes, was sind Stille und Stillstand für dich? Im Allgemeinen, vielleicht eben auch gestützt durch Erfahrungen, Erlebnisse. Stille, also ich hatte einmal ein Erlebnis der absoluten Stille und das war echt magisch. Und zwar war das im Finnlandurlaub, da, das war glaube ich schon so Dämmerung und die Sonne ist untergegangen und dann war ich in der Sauna, dann bin ich rausgegangen und dann war ich im See, um mich abzukühlen und es war einfach, als ob alle Vögel haben auf einmal geschwiegen, es war kein Wind, es war einfach wirklich absolute Stille, man hat nichts gehört und das war echt mal so ein richtig magischer Moment. Weil hier ist es ja eher so, dass immer, ja wie gesagt, immer die Wellen rauschen und die Vögel zwitschern, was wiederum auch schön ist. Und Stillstand? Stillstand. Ich würde sagen, Stillstand hat man, wenn man im Urlaub ist oder wenn man gerade Ferien hat und man einfach nicht wirklich in seinem Erfolgsleben weitermachen muss. Also sprich nicht für irgendwelche Arbeiten lernen, keine Hausaufgaben machen, sich nicht um irgendetwas kümmern zu müssen, sondern einfach sich um die Dinge zu kümmern, die man gerne macht, wie zum Beispiel ein Buch lesen oder Spiele spielen, was halt nicht wirklich sein eigenes Leben vorantreibt, sondern man steht sozusagen kurz still und da kann man auch dann viel Kraft rausschöpfen. Okay, das war's.